Ja, hallo, da sind wir wieder, die Frauen am virtuellen Brunnen, und das ist die Ausgabe vom April 2020. Überall sind wir zu Hause und deswegen sind wir auch heute reichlich vertreten. Wir haben in den letzten Monaten über Typologien gesprochen. Einmal war es eine Einführung, eine generelle Einführung in Typologien, dann war das Enneagramm, dann die Native Perspectives, dann war das Human Design and the Gene Keys und dann war auch die Seelenlehre, die Archetypen der Seele. Und eigentlich wollten wir diesen Monat was über Astrologie machen, aber wir haben erstmal keinen gefunden, der uns da ein Impulsreferat geben könnte. Und insofern dachte ich, dass wir heute angesichts der Situation, in der wir gegenwärtig leben, uns fragen, unsere Reaktion oder wie wir das sehen, was jetzt in der Welt geschieht und wie das auf uns wirkt, inwieweit hat das mit unserem Typ zu tun, mit der Typologie, von der ihr wisst ein bisschen, dass die zu euch gehört. Lass mal einfach mal nachspüren, was ist Typologie spezifisch, wo könnte man eventuell, weniger typenmäßig sich verhalten und so weiter. Und ich denke, da werden wir ein reiches Feld haben. Ich bin die Heidi Hörnlein aus Italien und ich habe die Wisdom Factory und die Frauen am Brunnen mit ein paar Mitstreitern. Ich glaube, Monja, du warst am Anfang Mitgründungsmitglied. Und Anna, weiß ich nicht genau, ob du ein bisschen später kamst. Marie-Rose kam ein bisschen später, Birgitta kam ein bisschen später, ist heute endlich wieder dabei. Und Martini ist die letzte, wie sagt man, die am letzten dazugekommen ist. Jetzt freue ich mich auf das Gespräch und wir machen erstmal ein kurzes Check-in. Wer mag, sollen wir es mit weitergeben machen? Ich würde gleich mal an Birgitta weitergeben, denn es ist eine lange Zeit, dass wir uns nicht mehr gehört haben. Ja, genau. Also bei mir ist es leider so, ich habe euch nicht nachgehört. Ich habe die ganzen Typologien jetzt nicht wirklich parat und ich kann mich auch gerade nicht wirklich einsortieren in eine Typologie. Aber ich kann natürlich von meiner Position aus einfach sprechen, wie es geht. Also wie ich mit der Corona und so weiter. Check-in vielleicht aktuellen Hintergrund oder wie macht ihr das derzeit? Ja, wie es dir geht, wie du dich fühlst, wie ein bisschen. Also, jetzt fühle ich mich gerade sehr erleichtert, weil sowohl der Josef ist wieder zu Hause vom Spital. Der wird da ganz geheim auf der Couch mithören, ganz leise. Man sieht ihn, aber nur ich sehe ihn. Und meine Mutter hat jetzt Gott sei Dank seit gestern Abend einen jungen Rumänen, der sie jetzt wieder betreut. Ich habe jetzt 3 Tage Überbrückung gemacht bei ihr und jetzt heute habe ich den eingelernt und konnte mich nicht ganz leicht, aber doch abseilen, dass ich euch jetzt einmal wieder treffen kann und das freut mich sehr und insofern bin ich erleichtert und freue mich, dass ich euch alle wieder mal sehen kann. Dann mache ich stumm, oder? Ja, du kannst auch weitergeben, wenn du als nächstes hören möchtest. Du warst aber jetzt stumm, insofern haben wir es nicht gehört. Ah, also jetzt bin ich wieder da, dann gebe ich gerne weiter an die Monja, die sitzt da neben mir. Auf meinem, sitzen wir alle auf allen Bildschirmen gleich oder ist das? Ah, nicht. Okay, egal. Ja, ich habe so halbwegs meine Stimme wieder, aber erst halbwegs. Ich bin die Monja aus Wien und die ganze Corona-Sache ist bisher an mir vorbeigegangen, weil ich eine schwere Grippe hatte, aber eine normale. Und ich glaube, das ist auch vielleicht meine Typologie, dass ich immer mehr die Praxis als die Theorie erfahre. Ja, insgesamt habe ich unsere Gespräche vermisst, aber ich war einfach zu nichts fähig, auch kein Input. Also ich bin jetzt war ein Retreat, irgendwie in einen Raum der Leere, wo ich eigentlich nichts hören und sehen muss und ganz zufrieden bin. Aber vielleicht wird sich das heute ändern.
Ich würde ganz gern zur Situation vielleicht, weil mich das irgendwo irritiert, dass alle diese Leute, die sich für kompetent erachten, spirituelle Führer zu sein, irgendwas sofort sagen mussten zur Corona-Sache. Und es weiß eigentlich keiner wirklich irgendwas. Und ich denke da an die Griskom und alle haben es was sagen müssen. Wie findet ihr das, dass da so viele Meinungen gibt, ohne dass man eigentlich Fakten hat noch genau? Und ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ja, das Thema Meinungsaustausch, oder Meinung schon mal so gleich so sagen, das ist auch ein spannendes Thema, finde ich auch spannend. Also ich war eben auch krank und kurz vor dem großen Knall bin ich aus dem Krankenhaus erst gekommen und habe dann hier noch zu Hause einen Monat lang Krankenpflege gebraucht. Und von daher war ich auch schon irgendwie neben der Spur oder neben der Gesellschaft. Und von daher ist es noch länger, dass ich meinen Enkel nicht gesehen habe. Und wenn ich mir vorstelle, dass das noch 2, 3, 4, 5 Monate dauert, bis ich die wiedersehen darf, das macht mir im Moment zu schaffen. So, wenn ich jetzt mein Typ, ansonsten bin ich, ich bin können wir nicht nachher gut. Machen, Marie-Rose. Ja? Mit den Typen können das wir. Das machen wir noch. Okay. Genau. Ja, dann lasse ich es mal so stehen. Ich gebe weiter an dich, Anna. So, eingeschaltet. Danke. Ich bin Anna und wohne in der Nähe von München und komme gerade von der Isar, weil ich mir gedacht habe, ich hole ein paar Steine, weil wir, also so eine kleine Gruppe von Frauen, eben die Frauen am Brunnen lokal, die habe ich ja durch eure Inspiration gegründet und die sind so mutig, dass wir uns letzten Mittwoch live getroffen haben in der Runde. Und genau, und wir wollen Steine auslegen, beschriften mit schönen Sprüchen und da war heute der erste dabei mit dem Meister Eckhart-Spruch. Der Mensch, der dir gegenüber ist, ist der Wichtigste. Also dieser dreiteilige Spruch, den ihr wahrscheinlich kennt. Genau. Ich habe schwierige Zeiten, aber da kommen wir sicher noch sozusagen drauf in der nächsten Stunde. Und zu dir, weil du gefragt hast, so viele Meinungen. Also ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich, habe ich mehrfach von spirituellen Lehrern oder anderen Lehrern gehört, jetzt ist genau die Zeit, wo du das anwenden sollst und kannst, was du in Retreats oder Jahrestrainings gelernt hast. Anwenden. Genau. Ich gebe weiter an die, an die Martini. Stumm? Musste ich entstummen. Ja, danke schön. Ihr wisst, ich bin aus der Nähe von Kloster Neuburg und Monia, ich möchte auf die Lehre kommen, die du angesprochen hast, dass du in der Lehre warst. Und ich weiß nicht, ob das mit 2 E's oder mit einem H ist. Mit 2 E's. Ja, und da komme ich auch auf die spirituellen Lehrer. Wer hat das gesagt? Einer von euch hat gesagt, dass Monia, du hast gesagt, dass die spirituellen Lehrer ihre Meinung abgeben, oder? Ja. Was mit Corona? Na, ich sage, ich befasse mich auch sehr mit Spiritualität. Ich habe wirklich ernsthaft gewünscht, dass eine Krise kommt, aber so etwas natürlich nicht. Weil es geht nicht mehr weiter in diese Lüge, wie gelebt wird. Ja, also ich sehe echt eine dringende Notwendigkeit. Und
diese Lehre ist eigentlich in der Osterzeit eine wunderbare Sache, weil am Karsamstag ist keine Liturgie und es ist etwas wunderbar Heilsames, in der Lehre zu sein. Ja, ich weiß nicht, Anna, wovon du gesprochen hast, von welcher spirituellen Lehrer gesagt haben, was wir jetzt haben, das sollen wir anwenden und unsere Fähigkeiten einsetzen. Und es ist schon sehr schwierig, es auszudrücken. Ich weiß es nicht jetzt. Ich bin heute in der Nacht um 4 Uhr aufgestanden, nicht für heute Abend, sondern um diese Gedanken, die ich gehabt habe, aufzuschreiben. Und ich war, glaube ich, erfolgreich. Aber jetzt, vielleicht kommt das, während wir sprechen. Ja, ich weiß jetzt nicht 1, 2, 3, was ich dazu sagen soll. Nur ich erfahre es als etwas sehr, sehr Wertvolles für mich. Die Entbehrungen von Familie oder wir dürfen zum Beispiel gar nicht einkaufen gehen. Also ich war überhaupt nicht aus dem Haus, nur habe ich gestern zum ersten Mal mein Mountainbike genommen und habe eine riesen Runde gemacht über Berg und Tal und ich habe alles, die blühenden Bäume habe ich so schön gefunden. Ja, es blüht alles so fantastisch und so viel Gutes ist in der Luft, aber man begegnet auch Leute auf dem Fahrrad und sie sind gar nicht so weit entfernt von einem, weil man riecht den Parfum und alles, ja, was sie aufhaben. Und da weiß ich nicht, ist das jetzt gefährlich oder nicht. Man sagt, man sollte 200 Meter Abstand halten, aber das kann man gar nicht. Aber ja, es ist, wie es ist und ich übe das zu nehmen. Und das ist eigentlich eine sehr heilsame Sache, das Nehmen, was ist. Ja, das ist für mich eine inspirative Sache. Danke. Ja, danke. Jetzt sind wir ja praktisch schon im Thema, vielleicht nicht unbedingt im Thema von Typologien, aber es ist ja eigentlich egal. Vielleicht können wir das ja zusammenbinden. Ja, ich denke, da machen wir da einfach so weiter. Ja, das ging um Meinungen. Du meintest, dass also so jeder, es ist ja nicht nur spirituelle Lehrer, die ihre Meinung abgeben, so ziemlich jeder, inklusive ich. Ja. Und ich lade ja auch Leute ein, damit sie ihre, ich will nicht so sehr sagen Meinungen, sondern eher Erfahrungen. Was mir wichtig ist, ist nicht so sehr Meinung und nicht so sehr, wer hat denn nur Recht, sondern es geht mir um Erfahrung. Wobei ich sagen muss, ich denke, der hübsche orange Präsident, der hat durchaus nicht recht. Ja, also, ja, okay. ja, aber ja, wir sprechen über die Erfahrungen. Und meine Erfahrung, und jetzt tue ich das mal kurz zusammen mit dem Enneagramm, ich bin ja Enneatyp 4. Das heißt, man ist leicht das Opfer und man findet sich leicht, wenn man im negativen Pol ist, nicht als, oh Gott, ich arme und wie kann ich das nur überleben, wie kann ich das nur machen und die anderen, man jammert leicht. Ja? Ich meine, das mache ich schon eine Weile nicht mehr, aber ich erkenne das in mir. Und ich stelle fest, dass jetzt, nachdem ich ja nur ein paar Jahre schon auf der Erde rumtappe, wenn jetzt das hier kommt, dann sage ich, aha, okay, dann ist es eben so. Und dann brauche ich nicht mehr jammern, sondern ich kann in diese Annahme gehen. Ich meine, ich habe immer noch meine Angstmomente. Es ist nicht so, dass ich da so komplett frei von bin, aber ich muss nicht in diese negative, ach, ich arme Rolle und dann versuchen, alle Leute dazu zu bringen, dass sie irgendwas für mich machen, weil ich ja so arm bin. Ja. Was ja das Typische für Enneatyp 4 ist, wenn er unerlöst ist. Ja, soweit zu mir.
Ich mag noch was sagen, eben zu Kommunikation. Und was ich in diesen Gesprächen suche, ist definitiv nicht reiner Meinungsaustausch, kann man so ein bisschen sein, aber das suche ich nicht, weil das finde ich überall, ne? Und reiner Erfahrungstausch reicht mir auch nicht. Also mir ist es schon wichtig, dass wir in einen gemeinsamen Raum eintauchen und dass die Gespräche sich irgendwie, dass was Neues entstehen kann. Weil wenn ich nur meine Erfahrungen sage, dann bleibe ich auch in der Vergangenheit hängen. Also das ist mir persönlich schon auch wichtig hier. Da kommt halt das Zuhören ins Spiel, die Art und Weise des Zuhörens. Und ob man sich selbst zuhören kann, während man redet. Und ob man hört, während man redet, ob man auch da in Kontakt bleiben kann mit den anderen in der Gruppe. Das sind halt so Sachen, die mir wichtig sind im Gespräch. Ich weiß nicht, ob ich das mit euch teile oder ob ich allein mit diesem Bedürfnis bin. Nein, ich habe mit der Heidi vor kurzem haben wir darüber gesprochen, wie weit es ein Co-Kreatives in einem WeSpace eine Grundlage für unsere Gespräche ist. Also wir haben es irgendwie vorausgesetzt, dass jede, die kommt, das möchte. Dass man also meditativ zuhört, es einsickern lässt, schaut, was in Resonanz geht. Wenn es eine Spannung gibt, die Spannung aushalten. Wir haben das damals aber nicht, Heidi, wir haben das nicht irgendwie weiterverfolgt, oder? Nee, aber ich habe es auch noch nicht veröffentlicht. Das wird jetzt, ich glaube, nächste Woche ist das, glaube ich, dran. Aha, aha. Dann können wir das auch mal als Grundlage nehmen, das nächste Gespräch vielleicht, und gucken, wie weit wir gekommen sind gemeinsam und ob das genau das ist. Also die Idee von mir war von vornherein, dass es co-kreative Gespräche sein sollen. Ja? Und der Unterschied zum Frauenfeld, was ja nicht öffentlich ist, und zu dieser Gruppe ist, dass wir hier ein Thema uns normalerweise wählen und dann über das Thema uns austauschen, aber immer mit der eigenen Erfahrung und auch in der Einordnung. Deswegen habe ich heute nicht Enneagramm, sondern die Typologien halt gewählt als Rahmen. Danke, Marie-Rose, also oder uns allen eigentlich für diese Klarheit, dass wir das wollen und dass wobei jetzt bei Co-Kreativ weiß ich noch gar nicht, da habe ich jetzt automatisch irgendwie Otto Scharmer so im Kopf gehabt. Und überlegt, was ist es denn genau? Bei mir ist das schon wieder 2 Jahre her, das ist ein letzter Coaching Circle. Genau, das ist die offene Frage, aber ich kann gut mitgehen mit diesem Hinhören und eben überlegen, ist es das wichtig, was ich sagen will? Muss das ich sagen? Also diese Prinzipien finde ich total kostbar. Ich mag nur von mir erzählen, ich glaube, ich bin da sehr ähnlich mit der Heidi, mit dir, also Enneagrammmäßig. Mit dem Human Design kann ich irgendwie gar nichts anfangen, höchstens mit den Schattenaspekten meiner aktivierten Gene Keys oder Hexagramme. Was ich erzählen will, ist einfach, dass ich wirklich so eine Liste gemacht von Dingen, die ich so wie theoretisch weiß, die mir helfen können, wenn mich die Angst überfällt. Wurscht, ob im Bett oder hier auch. Also weil es ist für mich wirklich eine ganz schwierige Zeit. Und ich, also Beispiel nur eben alles fühlen, also wenn man die gewaltfreie Kommunikation nimmt, egal was, die Gefühle eben nicht theoretisch, sondern eben wirklich fühlen, annehmen, was ist. Es ist so viel, was helfen könnte. Und ich merke, ich für mich, ist momentan, also die Gitarre zum Beispiel heute da, wo ich an der Isar gesessen bin, dass ich Gitarre spielen kann, dass ich was in Händen habe und die Lieder auch, die ich spiele. Und das Zweite, dass ich meinen Körper stärke, also dass ich ganz viel mache, um mein Vagussystem
zu unterstützen, einfach weil ich aus biografischen Gründen einfach furchtbar aufpassen muss, dass meine Körperchemie nicht kippt in eine, was weiß ich jetzt, chronische, bekannte Richtung. Und da hat sich herausgestellt für mich, was ich momentan mache und wo ich das Gefühl habe, das ist das, was mich erdet und was mich wirklich in den Körper bringt, ist Summen. Also so eine Osho-Meditation mache ich eine halbe Stunde und dann Slow Motion und dann Sitzen. Also wo ich mir denke, wow. Also das ist momentan das, wo ich mich noch am meisten, Anna, und was Zweites, diese Verbindung mit dem größeren Raum einfach. Also eine Jack-Kornfield-Meditation. Eine geleitete, weil sonst bin ich weg sozusagen. Ich brauche die Struktur von außen. Das wollte ich teilen. Bei mir ist da jetzt gerade ganz verschiedene Resonanzgeschichten. Das eine war das mit der Gitarre von dir, Anna, mit der Gitarre an der Isar. Da war bei uns hier in dem Viertel, wo ich in Salzburg bin, ist ein Pfarrer, der auf dem nächsten Kirchturm am Ostersonntag sich raufgestellt hat und mit Saxophon ganz wunderschön die Kirchenlieder über die Landschaft geblasen hat. Nicht zu laut, ganz angenehm. Und ich habe das echt, das ist so was Schönes, das hätte er nie gemacht ohne diese Krise. Ja, wäre er wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen. Und das war wirklich ein kreativer Aspekt, der, wo ich mir gedacht habe, cool, dass solche Sachen sein können. Ja. Und dann andererseits auch diese Spannung zwischen der Angst, wie du das sagst, also in der ersten Woche, da war ja dann, oder in der zweiten Woche, glaube ich, war das, da war bei mir der Josef im Spital, dann wusste man zuerst gar nicht, da musste er durch die Corona-Schleuse, dann war eine Nacht, wo ich gar nicht gewusst habe, hat er jetzt Corona oder nicht, ja, also ganz schlimm. Diese Angst, immer schon allein die Nachrichten aufzudrehen. Also da habe ich mich schon richtig immer runterschlucken müssen und sagen, jetzt höre ich mal die Nachrichten an, weil ich muss das wissen wegen der Pfleger und ich muss das wissen wegen da. Und dann war ich so erleichtert, wenn die Nachrichten vorbei waren und habe die bleiben lassen, weil die haben wirklich immer das Angst geschürt. Und gleichzeitig in mir dann so diese Spannung, dass ich eigentlich durch diesen Rückzug Sachen machen konnte, die eigentlich wahnsinnig gern tue. Ja, so ein bisschen da renovieren, wir sind übersiedelt, ich muss Sachen anmalen und einrichten und bauen und so weiter. Das sind so ruhige Arbeiten, die wunderschön sind, die ich eigentlich sehr genießen kann, wenn nicht dieser Angsthintergrund auch damit verbunden wäre. Und da ist eine große Spannung drinnen. Und die andere Spannung entsteht in mir, weil ich persönlich, ich bin so ein Typ, ich denke mir, ich habe jetzt für mich nicht die Panik von dem Corona-Krieg ist, dann ist es nicht fein und ich hoffe nicht, dass ich intensiv komme, aber also für mich selber, aber jetzt bin ich eben mit meiner Mutter befasst und mit Josef, die beide sozusagen Hochrisiko sind und ich muss sozusagen auch wegen den beiden sehr aufpassen, nicht allzu viele Kontakte zu haben und vor allem keine gefährlichen Kontakte. Und merke in mir einerseits die Liebe, dass ich den Menschen das gerne zu machen möchte und andererseits fühle ich mich einfach in diesem Ding so eingesperrt, ja, in diesem Aufpassen fühle ich mich so eingesperrt. Und das, derzeit, also diese ganze Krise, die macht in mir extreme Spannung zwischen eben so kreativen Sachen, die so super sind oder Sachen, die ich selber gern mache. Mit dem Typ kann ich es jetzt nicht genau verbinden, das könnt vielleicht ihr besser, vielleicht tut es mir irgendwo einsortieren, ich tue das jetzt nicht. Und, aber für mich ist eben dieser Spannungsmoment zwischen diesen wahnsinnig positiven Aspekten und diesen Angst- und Unsicherheitsaspekten. Das wollte ich jetzt mal teilen mit euch. Ich habe mich die letzten Wochen sehr mit Einatmen und Ausatmen beschäftigt, weil ich ja immer froh war, wann es funktioniert hat. Und ich glaube, das ist schon auch ein Teil der Spannung, die wir erleben, dass wir eben
kreativ sein können, also sagen wir einatmen, aber dass wir auch notwendigerweise nachher wieder ausatmen müssen, um wieder einatmen zu können. Und ich wollte eigentlich darauf zurückkommen, dass, weil es mich irritiert hat, dass eben die Lehrer, jeder hat uns seinen Senf dazugeben müssen. Es war irgendwie, jetzt habe ich immer gedacht, wird der Wilber auch was sagen, aber der Wilber hat sich eigentlich bedeckt gehalten bis jetzt. Und das hat mich sehr gefreut, weil so groß ist die Perspektive, glaube ich, von keinem von uns, dass er ja, den ganzen Horizont überschauen kann von dem, was derzeit ist. Also ich bin ein relativ angstfreier Typ. Das ist in meinen Genen so. Und habe auch keine Zeit gehabt, Angst zu haben, weil ich einfach beschäftigt war auf Beige. Meinen Körper einatmen, ausatmen, nichts gegessen und erfreulicherweise etwas abgenommen. Aber ich verstehe, also ich kann es nachempfinden, aber das ist das, die Art, wie wir auf die Welt gekommen sind. Also ich habe mir das nicht erarbeitet, ich bin im Krieg auf die Welt gekommen, aber trotzdem immer erstaunlich angstfrei gewesen seither. Und sich dem zu stellen, ist sicher eine große Herausforderung im Leben, der Angst. Anna, du hast gesagt, du hast eine schlimme Zeit derzeit. Ja, ich habe eine schlimme Zeit. Ich habe 6 angstvolle Depressionen hinter mir und ich habe eine, meine Coaching-Partnerin, die jetzt 2 Jahre hatte, die hat erst die 2. sozusagen und ist irgendwo in Hamburg in der Psychiatrie. Total leer und das habe ich von ihrem Mann erfahren und da sagt der Chefarzt eben, wenn man eine mal gehabt hat, dann ist man einfach in der Gefahr, dass das wieder passiert und jetzt bin ich sozusagen an dem Punkt, also auch Lehrer Thomas Hübel, dass eben einfach was aufwacht durch diese Geschichte, das Dramatische und ich nehme es sozusagen als Herausforderung, dass ich es hinkriegen will. Dass ich es jetzt endlich hinkriegen will. Und mir ist klar, das kann ich nur selber. Und deswegen bin ich sehr diszipliniert, was Yoga anlangt, was Atmen anlangt. Und bete. Also ich mache wirklich viel. Anna, du schaffst es. Und man kann es schaffen. Ich habe eine Freundin, die hat in jungen Jahren 2-mal einen Selbstmordversuch sogar gemacht. Und ich kenne sie jetzt seit 40 Jahren und in den letzten 30 Jahren ist nichts, ist sie wirklich raus aus diesen Spiralen, Abwärtsspiralen. Naja, also ich mag nicht mehr. Es ist nicht möglich, ich mag es nur sagen, es ist möglich. Ich habe es erlebt, dass es möglich ist. Ja. Okay. Also danke für eure Zuversicht. Es ist wirklich existenziell. Also die letzte ist erst nämlich vor 5 Jahren gewesen, wo ich fassungslos war, dass mir das nochmal passiert. Und jetzt weiß ich einfach, es geht um die Wurst sozusagen. Es geht wirklich um was. Genau. Also, aber ich stehe vor der Frage, vielleicht alle eben, was ist wirklich annehmen, was ist? Wie geht es? Diese ganz praktischen Fragen, was ist es genau? Oder Konfrontation der Angst. Also diese ganz, diese Werkzeuge sozusagen, wo ich so die letzten 4 Wochen einfach rumprobiert habe und bin eben drauf gekommen, dass dieses Summen, dieses Lange, das Ausatmen so betont. Und das ist das, was den vorderen Vagus unterstützt. Genau. Diese Kombination. Ja. Ja. Also wenn man mal ein Tool hat, wenn man ein, entschuldige, Martini, mach nur ich. Nein, ja. Ich warte auf dich. Ich wollte nur sagen, wenn man ein Tool hat und es hat sich bewährt, dann ist das doch schon ganz was Tolles. Also würde ich der Anna sagen.
Also für mich ist es auch Klopfen, habe ich festgestellt. Also ich klopfe sehr viel, vielleicht auch um den Körper zu spüren. Ich weiß es nicht genau. Aber das hat mir auch gut getan. Ja, danke. Martini. Anna, hast du nicht einmal gesagt, dass du auch malst? Malst? Ja? Hilft dir das, wenn du großzügig mit Farben umgehst? Nee, ich bin eher klein, aber ich habe sogar dabei, ich habe mich jetzt angeschlossen, etwa in dem Projekt 40 Tage meines Lebens, das ist ein anthroposophisches Projekt, haben wir eh schon in einer Gruppe gemacht und jetzt gibt es eines, das ist sogar international und das ist mit Tinte und Tintenentferner sozusagen, Art Mandalas malen, entweder von innen nach außen oder von außen nach innen. Das habe ich jetzt begonnen und habe mich angeschlossen, sozusagen einem Malprojekt. Für mich ist es die tatsächlich so eher Zeichnen, weil das hat was mit Fokus zu tun. Ich muss mich, also wie gesagt, malen oder zeichnen, also das ist so außer Gitarre spielen etwas, was ich hilfreich empfinde, sich auf ja, Striche sozusagen fokussieren. Ich habe 7 Jahre im Wilhelminenspital auf Onkologie Maltherapie gemacht bei Professor Ludwig. Vielleicht kennst du Immunia. Nein? Nein. Gut, da habe ich also mit sehr, also die Leute waren krebserkrankt und sehr tragisch und teilweise also gar keine Perspektiven, aber da hat das Malen, aber sehr großzügig, nicht in der Klein hat auch mit Ängste zu tun, weißt du, wenn du, ich war jetzt bei Heidi zu Ostern und da war eine Frau, die hat über Atemtherapie gesprochen und die Heidi hat eine Adresse. Ich habe es noch nicht angeschaut, Heidi, weil ich eigentlich durch die Meditation sehr viel mit dem Atem arbeite. Ja? Aber vielleicht kann die Heidi, wenn du interessiert bist, das heißt Selbstheilungs Heidi, kannst du es vielleicht dann einmal erzählen? Ja, das ist ein auf YouTube, wo du die Selbstheilungskräfte aktivieren kannst durch die Atmung. Aber was die Farben und Großzügigkeit in der Malerei betrifft, das ist schon eine sehr, sehr feine Sache. Das starke Farbe, ja. Du hast jetzt ein feines Blau verwendet, habe ich gesehen. Ja, das ist eine tolle Wirkung, haben die Farbe auf ist toll. Ja, ich hatte da gesprochen von, was jetzt mein Hund bellt, was jetzt sehr rumgeht, die Wim Hof Atemtechnik. Nicht? Und ich mache das jetzt auch jeden Früh. Ja, es fordert. Ich dachte, ich hätte einen besseren Abend, weil ich ja als Sängerin, ich kann länger ausatmen, aber ich kann nicht so lange das Ausgeatmete halten. Ne? Man muss es dann eine Minute oder anderthalb Minuten oder noch länger halten. Und das fällt mir schon schwerer. Während 15 Sekunden das Eingeatmete halten, das ist bei mir überhaupt kein Problem. Ich kann da ewig lang langsam ausatmen. Aber das ist eben auch Training, denke ich mal. Und ich hatte das schon vorher, ich hatte mal einen Gast in der Wisdom Factory, Dr. Janke, Roger Janke, und der machte chinesische Medizin. Und der sprach damals schon davon, von so einer Art Atemübung, wo du hältst den Atem innen oder außen und dass das die Selbstheilungskräfte in Aktion bringen würde. Diese Wim Hof Methode ist extremer als dieser Dr. Janke, aber warum nicht? Also man kommt ein bisschen, es ist ein bisschen wie Stanislav Grof, ne? Die
diese Atemtechnik, ja, das, man kommt so ein bisschen in so, naja, quasi drogenähnliche Zustände kurzzeitig, wenn man halt lange nicht atmet oder so, aber auszuprobieren auf jeden Fall. Ich wollte nochmal auf diese Depressionsgeschichte kommen, das ist ja auch typisch eigentlich für Typ 4. Ne? Dass wir ganz leicht in Depressionen, es ist eigentlich, sagen wir mal, die, ich will jetzt nicht sagen Krankheit, aber diese, die Beeinträchtigung, die, die zu dem Typ gehört. Ja. Und dass man da schon aufpassen muss. Ich ja schon auch, ne? Also bin schon lange nicht mehr in was Tieferes gefallen, aber ich weiß, dass das wäre, wenn es. Ja. Martini, bist du Enneagramm 4 auch? Ich bin auch ein Vierer, Anna. Ich bin auch ein Vierer. Aber ich muss sagen, ich neige zu Melancholie, aber nicht zur Depression, das nicht nehmen. Und ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher, sonniger Typ. Mhm. Ja. Und vielleicht hat das auch etwas mit, das war ich eigentlich von Geburt her schon, ja, ein sehr sonniges Wesen, ja. Aber ist es vielleicht auch Veranlagung, meine Mutter war melancholisch und die hat schon Depressionen gehabt, ja. Und das kann schon sein, dass der Vierer das leicht damit kämpfen muss, aber man könnte es auch die Situation ins Positive wenden, dass es ist enorme Herausforderung, um das zu meistern. Ja, ist enorm. Und ich weiß nicht, kraftvolle Farbe, tun die dir etwas? Ja. Hm. Nee? Ich danke dir für den Hinweis. Ich mag jetzt irgendwie nicht im Mittelpunkt stehen, merke ich jetzt gerade, sondern so unser Gespräch aufs Ganze bringen. Ich wollte nur anschließen, ich mache diese Wim Hof Atmung seit letzten Sommer, weil ich entdeckt habe, dass, wie er dann die Werbung halt gemacht hat, dass er über diese Atmung, und ich kenne holotropes Atmen auch, das habe ich in den 90er Jahren gemacht, aber speziell, dass er sagt, er erreicht das Stammhirn und das limbische System über diese Atem und verändert die Blutwerte. Und ich, also ich merke jetzt im Hinblick auf die jetzige Situation, kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber ich mache die sehr diszipliniert. Das ist das allererste, was ich in der Früh mache, seit letzten Sommer. Okay, das ist gut. Ja. Jetzt wollte ich noch dazu sagen, ihr beide seid ja Künstler. Und der Enneagramm 4-Typ ist ja manchmal auch als Künstler, wird es bezeichnet, oder Individualist und was auch immer. Ich habe ja jetzt die Matrix, die Seelenmatrix, nachdem wir mit Marion darüber gesprochen hat. Und sie hat festgestellt, dass ich absolut keine Künstlerenergie habe. Keine Priesterenergie, keine Künstlerenergie und keine Gelehrtenenergie. Während dreimal Weise, dreimal Krieger, dreimal König und zweimal Heiler. So, also bei mir ist die Enya Type 4 nicht in das Künstlerische hinausgegangen. Da muss man schon dazu sagen, irgendwie der Josef Beuys hat ja gesagt, jeder ist ein Künstler, und was ich bei dir wohl sehen würde, ist die Kunst des Sozialen. Ist natürlich eine andere Kunst als die malerische Kunst, aber die würde ich da durchaus sehen. Aber ich finde, das, was du da jetzt gesagt hast, das trifft schon ganz gut. Aber ich will den Josef Beuys noch dazu reinbringen. Mit der sozialen Kunst. Was ich sagen wollte, was ich die Anna eigentlich fragen wollte, einerseits noch in der Depression. Ich bin jetzt selber, ich gehe wohl manchmal in so eine depressive Stimmung. Ich bin jetzt nicht tendenziell sehr depressiv, aber
wenn ich jetzt mal depressiv bin, dann will ich ja keinen Menschen sehen und dann will ich mal Ruhe haben und Mattscheibe. Gibt es irgendwas, wenn man richtig in der Depression drin ist, was man sich dann später wieder wünscht, wie die anderen Menschen auf mich reagieren oder so? Das wäre einfach für mich wirklich interessant, wenn du was weißt, ja, wenn du dann wieder draußen bist aus der Depression. Gibt es da was, wie andere Menschen schlecht oder gut damit umgehen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, einfach deswegen, weil ich heute sage, es ist gar keine Depression, sondern das ist eine Angst, pure Angst, und die hat was mit einem ganz, ganz frühen Trauma zu tun, das halt jetzt wieder getriggert wird. Das ist also sozusagen vorgeburtlich und im ersten Lebensjahr. Und deswegen habe ich sowas wie kein Vertrauen ins Leben. Deswegen bin ich da einfach anfälliger. Ist das. Und meine Frage in die Runde ist wirklich, wie geht annehmen, was ist? Wirklich. Weil das gilt ja für uns alle. Also das eigene Schicksal annehmen, den Typus annehmen, sich selber annehmen. Also wie geht das genau? Da schließe ich mir an, ja. Die Frage, die interessiert mich jetzt auch gerade sehr. Das ist ein lebenslanger Prozess. Jeder mit eigenen, ganz eigenen spezifischen Herausforderungen, was ihm leicht fällt anzunehmen, was ihm weniger leicht fällt. Also so sehe ich es, das ist meine Erfahrung mit mir und mit den Menschen, die ich kenne. Aber kann man was machen aus deiner Erfahrung, Marie-Rose? Was tust du? Geht es durch die Meditation oder sagst du dir irgendwas, Mantras oder so? Oder wenn du zum Beispiel wieder in das nicht annehmen, wenn du merkst, du magst es ja nur gerade gar nicht. Hast du da eine Praxis? Ursprünglich habe ich mit Mantren gearbeitet. Mit was mir eingefallen ist, einfach nur Ruhe. Ich habe immer nur Ruhe vorgesagt. Dann habe ich ganz viel mit Atemarbeit gemacht. Das funktioniert auch immer noch. Das ist schon davon bin ich mittlerweile überzeugt, dass Atemarbeit einfach eins der besten ist überhaupt. Oder da muss jeder, irgendwann muss man da hinkommen, weil das auch so vital ist. Dann, ja. Endlos viele Möglichkeiten gibt es und ich habe endlos viele auch ausprobiert und ich merke jetzt, für mich habe ich eine gewisse, wenn ich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht komme, dann reicht es, wenn ich durch den Garten gehe. Wenn ich etwas stärker komme, dann muss ich mich hinsetzen, sonst bin ich unfallgefährdet, ist mein Typ, ne? Der vom Kinästhetischen als ersten Wahrnehmungskanal. Und wenn es noch schlimmer wird, dann muss ich wirklich mental mich mit einem Mantra fixieren, damit es aufhört, im Kopf zu drehen. Ja. Und manchmal muss ich auch, heute hatte ich zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit jemandem und dann habe ich mich erlebt, wie ich auf einmal dann in der Küche am Putzen rum war, ne? Und eine Ecke sauber gemacht hat, die schon länger nicht mehr sauber gemacht worden ist. Ja. Das kenne ich von mir auch. Also wenn ich anfange, Fenster zu putzen, dann ist Alarmstufe 2. Aber also, weil du Mantra erwähnt hast, für mich, weil wir ja alle nicht darauf vergessen dürfen, dass sich alles ständig ändert. Und auch das Negativ, was wir als negativ empfinden, ändert sich. Und ich habe also dieses Lassen, Belassen und also das Gate, Paragate und dann aber auch das Belassen lassen. Und das ist, glaube ich, also für mich war das sehr, sehr hilfreich die letzten 2 Jahre und hat sich in eine gewisse Heiterkeit hinein entwickelt. Und das ist sehr angenehm, auch jetzt gerade in diesen Zeiten. Was mir auch sehr geholfen hat, eine Freundin von mir, die hat eine schwere Herzoperation gehabt und die hat dann auch nachher noch weitergearbeitet an sich und an ihrer Gesundheit.
und die ist auf eine Atemmeditation gestoßen, einfach durch das Herz einatmen und durch das Zwerchfell wieder ausatmen und das ganz bewusst. Und in meinen Nächten, wenn ich nicht schlafen kann, zwischen 3 und 4 in der Früh, habe ich das dann oft probiert und manchmal geht es halt einfach, bringt es nichts. Und es hat aber auch Zeiten gegeben, wo das dann wirklich was ändert, dieses durchs Herz einatmen, das Herz so den ganzen Menschen, der sich im Herz konzentriert und durchs Zwerchfell, wo die Sonne strahlt, irgendwie wieder ausatmen. Das ist eine wunderschöne Atemtechnik oder Atemmeditation. Und was ich noch erzählen wollte, das ist einfach witzig, weil ich selber das witzig finde. Ich mache ja gern Qigong und ich bin jetzt eigentlich, obwohl wir keine Qigong-Gruppe haben, konsequenter seit Corona. Und dann hat einmal wer von der Qigong-Gruppe so ein blödes Cartoon ausgeschickt. Da sind 2 Viren drauf und der eine Virus sagt, hey, jetzt packen wir wieder wen. Und der andere sagt, nee, den packt man nicht, der macht Qigong. Urblöd, ja. Aber ich glaube dem. Irgendwas in mir glaubt dem, obwohl es völlig ein blödes Video, ein blödes Cartoon ist, ja. Aber so lieb. Und dann denke ich mir wieder, man braucht, also es braucht irgendwie so Anker, die einem entsprechen. Und selbst wenn es was Urblödes ist und er entspricht gerade, dann ist das ein super Anker. Ich wollte gerne noch was zu Monja sagen. Ich kenne sie ja nur schon eine Weile und habe das immer bewundert, wenn sie immer gesagt hat, ja, das ist alles in Ordnung so, wenn ich mich immer noch aufgeregt habe über Sachen, ja, und das habe ich ja ihr manchmal geschrieben. Da hat sie gesagt, ja, es ist doch alles okay, es kommt alles gut raus und so. Und da habe ich ja gedacht, ja. Und jetzt fühle ich mich so fast in einer ähnlichen Situation, vielleicht noch nicht ganz so wie du, aber ich kann das jetzt plötzlich verstehen, ja, was du meinst oder wie das für dich war und wie du mich wahrgenommen hast, als ich immer gegen alles aufbegehrte und das kann doch nicht und das soll doch nicht und bla bla bla. Ne? Also irgendwas ist bei mir auch geschiftet in der Richtung, ja. Was aber nicht bedeutet, dass man dann angstfrei ist. Ich denke, die Angst schleppen wir immer mit uns rum. Und nachdem ich diese Matrix-Geschichte gemacht habe, meine Hauptangst ist Ungeduld. Und wenn ich das dann lese, was das ist, und dann merke ich, ja, das machst du jetzt wieder aus Ungeduld. Sowas wie Fensterputzen, das wäre extreme Ungeduld. Wenn ich das machen würde, mich beschäftigen, ja, damit das irgendwie möglichst alles gleichzeitig machen, das kann ich ja auch ganz gut. Aber ich mache jetzt wieder einen Gemüsegarten und ich merke, dass mir diese körperliche Arbeit draußen wirklich hilft. Weder in komische Gedanken zu kommen, noch mich zu ärgern, noch ja, oder aufrührig zu sein oder irgendwie. Und ja, und meine Stimmung hebt, wenn ich so richtig runterkäme. Das ist für mich ein Weg. Ich habe mir jetzt gerade ist so aufgedacht, es wird uns noch lang beschäftigen. Viel, viel länger, als wir vielleicht hoffen. Also, oder auf eine Art und Weise, die wir nicht erwartet haben. Also ich bin sehr davon angetan, dass dieser Massentourismus plötzlich reduziert wurde und wir keine dritte Flugbahn brauchen am Flughafen. Und also es gibt einige Dinge, wo ich mir denke, ja, wieso war das anders nicht möglich? Und das ist das Faszinierende derzeit an der Situation für mich. Danke. Also wie viel oder wie wichtig und wie viel Vision spielt bei euch eine Rolle? Also du hast es ja jetzt angesprochen, Monja, mit dem Naturschutz oder mit der Erholung. Ich habe ein Ticket bekommen bei Otto Sharma, wo es auch eine deutschsprachige Gaia nennt, das
Aktivismus und der den U-Prozess bis Ende Mai gemeinsam durchmacht. Und weil ich einfach merke, ich meine, das sind meine Bedingungen, ich lebe hier halt allein und merke einfach, dass ich diese Connections brauche. Also weil die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sind alle eingebunden. Die meisten sind verheiratet und sind Großmütter, sehen auch ihre Enkelkinder nicht oder ihre Kinder. Und ich merke eben, wie wichtig mir diese Connection und diese vor allen Dingen diese Ausrichtung auf eine Zukunft, weil einfach bei mir so eine Katastrophenangst da ist. Also wo ich auch wirklich merke einfach, du sagst, du hast den Begriff an den Mantren, jetzt habe ich einen Ausdruck, oder an einem Mantra, wurscht ob Gate, Gate, sozusagen dich festhalten. Ja, das würde mich interessieren, wie viel Vision oder Ausrichtung spielt bei euch eine Rolle? Bei mir ist es jetzt gerade gar nicht Vision, sondern auch wie die Moni ja gesagt hat, so eine große Erleichterung. Ich wohne da in der neuen Wohnung jetzt an einer verkehrsreichen Straße. Und wie das herrlich ist, am Abend so ein richtiger sinnliches Vergnügen, am Abend zu lüften und es stinkt nicht. Es ist so schön. Und wenn man dann einmal mit dem Auto fahren muss und es sind wenige andere Autos, dieses Vergnügen vom Autofahren, ich habe mir nie mehr das Autofahren erlaubt, weil wir sind immer mit der Eisenbahn gefahren, wegen dieser Automassen. Und wenn man dann so einfach dieses, es entsteht in vielen Bereichen fast ein sinnliches Vergnügen an nicht Biedermeier, aber so an einfachen Dingen. Das sagen viele Leute. Ja. Ich empfinde es ganz stark und ich habe es von vielen Leuten auch schon gehört. Diese Liebe zu Dingen, die einfach untergegangen sind unter diesem ganzen Wust von Materie und Terminen und Computer und schnell, schneller, immer noch schneller und noch mehr von allem. Und das hat so angenehm das zurückgeschraubt, da ist jetzt für mich im Augenblick keine Vision drin. Die Vision ist eher bei so Ideen, eben wie dem Saxophonspieler, dass plötzlich Ideen auftauchen, die wunderbar kreativ sind. Aber derzeit eigentlich auch dieses Empfinden von einer ganz großen Erleichterung, was dann erst einmal eine Stimmung, die visionär sein kann, ermöglicht. Und gleichzeitig aber auch diese Bedrohung im Hintergrund. Ich brauche auch das, dass irgendwas sich entwickelt, weil die Bedrohung ist ja da, die ist ja nicht weg. Ja. Und zugleich ist irgendwie mehr Kommunikation vorhanden. Also ich bin heute vor der Apotheke, habe ich noch gewartet, bis die aufmacht, weil die jeden Mittag jetzt alles desinfizieren. Und da stand noch eine Frau und wir sind ganz natürlich ins Gespräch gekommen. Also über die Masken und dieses und jenes. Das war früher nie. Du bist in die Apotheke rein, hast dein Rezept geholt und bist gesaust. Ne? Also es sind plötzlich Räume vorhanden, Freiräume, die vorher nicht da waren. So wie du es sagst, ja. Ja. Eine Befreundete, also die wohnt hier mit im Haus, eine Buddhistin seit 2 Jahren und die hat spontan vor 14 Tagen beschlossen, sie macht jeden Tag im Park, ich bin Gott sei Dank nahe an der Würm, macht die jeden Tag eine halbe Stunde Qigong. Also sozusagen, wir sind halt stehen auf Abstand und wir machen sie nach. Und das war die Entdeckung, muss ich sagen, pur, da habe ich dann verstanden, aus dieser Hektik komme ich raus. Ich weiß nicht, ob ihr das Stück Spiegel im Spiegel kennt von Arvo Pärt. Das gibt es auf YouTube. Und das war das Erste, das hatten wir in unserem Theaterstück verwendet. Ich kannte den vorher nicht. Das ist so, so beruhigend, so wirklich. Und das Zweite eben diese Qigong-Bewegungen. Genau, und jetzt auch noch in meiner Nada-Brahma-Meditation, weil ich einfach merke, dieses Ruhigwerden, dieses Runterkommen ist total wichtig. Und Schönheit hat es sowieso. Musst dir vorstellen, wir sind inzwischen 5 Frauen, die dann im Park stehen an der Würm und ganz langsame Bewegungen machen.
bloß in meinem Kopf. Also da weiß niemand, wie es bei mir innen ausschaut, aber ich mache es halt. Martini, jetzt bist du dran. Anna, das ist sehr spannend. Von der einen Seite die Gegenwart, ja, ganz gewahr werden, ist eigentlich alles. Weil du hast gesprochen von der Zukunft. Niemandem kann in die Zukunft schauen. Und nur die Gegenwart können wir wahrhaft leben. Ja, das ist irgendwie, das ist meine Lebenserfahrung. Zum Beispiel, ich habe einen Auftrag bekommen gehabt von einem Zen-Meister, Märchen nach Zen erklärt, ja, die Deutung von Märchen. Und ob ich bitte für ihn Malerei dazu mache. Mein Gott, das habe ich noch nie gemacht. Also, dann habe ich gedacht, Martini, tu, was du kannst und nehme, was ist. Und dieses Nehmen, was ist, ist meine größte Freiheit, meine größte Freude, Fülle. Alles hat das beinhaltet, das der Gegenwart. Wenn ich das jetzt verschönern will, ich habe eine Schwester, die macht Grafik. Ja, ich bin nur Malerin, ja, ich kenne Grafik. Ich habe das nicht gelernt, sondern ich mache spielerisch. Und dann wird es nicht so genau, aber eine andere Art. Und ein Lehrer hat mir einmal gesagt, ich male nach Zen. Damals habe ich nicht gewusst, was Zen ist. Ja? Aber es ist einfach gegenwärtig präsent sein. Und das ist eine sehr, sehr große Sache, weil da bist du nicht im Schädel. Du bist Mensch, weil du spielen kannst. Ganz Mensch sein. Einfach. Ja. Und dann habe ich meine Schwester die Bilder gezeigt. Da hat sie gesagt, Martini, tust du das jetzt noch verschönern, weil so kannst du das nicht präsentieren. So, dann habe ich gedacht, nein, ich habe eine andere Erfahrung. Und das ist mutig sein, die Gegenwart zu sein zu lassen, wie sie ist. Und das bist du. Ja, und wenn du in der Zukunft, weil ich will den Lehrer sehen und den Lehrer, dann haben wir Aktivismus pur. Und dann steigen wir von der einen Aktivismus in der andere. Du kannst wohl sagen, ja, das brauche ich, aber du weißt nicht, was der Gegenwart präsent für dich hat. Ja, und das, darauf zu vertrauen und zu bauen, ist eine tolle Sache. Das muss ich sagen. Ich bin todeskrank gewesen. Ich bin im Totenkammer gelegen und die Ärzte haben mir aufgegeben. Ich lag im Totenkammer. Kommt eine Krankenschwester, eine ganz einfache Frau, zu mir und sagt, Frau Riese, warum weinen Sie so? Und da habe ich ihr meine Geschichte erzählt, weil ich habe verstanden, dass der Arzt mir anlügt. Ja? Und da hat sie gesagt, Gott segne Sie. Dann habe ich gedacht, wie kann so eine junge Frau das zu mir sagen? Ich war so berührt und seit dem Moment war alles anders. Und ich bin gesund geworden. Verstehst du, der Gegenwart hat so viel Kraft in sich. Ja? Glaube an die Gegenwart, an den, was du mit den Frauen tust in dem Park und die Schönheit, die ihr ausstrahlt. Das ist etwas Tolles. Was glaubst du, wenn andere Leute da vorbeigehen und die sehen, dass 5 Frauen dort diese Bewegungen ganzheitlich machen? Du bist ein Segen für die Menschen, verstehst du? Und das ist Gegenwart. Es ist ganz, ganz toll. Gegenwart ist stark. Es ist schön, wie du inspirierend sein kannst. Also ich kann verstehen, dass man schwierig in Gegenwart sein kann. Ja, hast du? Okay. Ich wollte eigentlich schon länger, ja. Aber ich muss jetzt erstmal wieder zur Ruhe kommen, oder?
Gegenwart ist für mich auch kann wirklich Zukunft und Vergangenheit beinhalten. Die Gegenwart kann so sich so weit ausdehnen, gell? Und das ist mein persönliches Vergnügen, wenn ich das kann. Und wir waren ja bei Visionen und das war eine Frage, die in den Raum gestellt ist. Und da ich bin gut versorgt, bin in Rente, wohne in einem kleinen Ort, wo es eh still ist, wo ich viel Natur habe, wo ich bin von diesen Reaktionen von den Menschen, die in Städten wohnen und Lärm haben und Gestank haben von Autos, das habe ich alles nicht gehabt. Das ist nicht mein Ausgangspunkt. Von daher habe ich einen ganz anderen Ausgangspunkt, habe ich. Ich habe jetzt nur meine Krankheit jetzt gehabt, ne? Und die hat mich noch eher in mich zurückgebracht. Du hast dich verstummt, Aha. Hat mich schon vorher in so eine, in so eine Gelassenheit gebracht. Es ist, wie es ist und es ist, was es ist. Und jetzt mit der Corona-Krise ist bei mir, komme ich trotzdem in so, wenn ich so dran denke, dann kommen so wirklich so Visionen, Blitze von dem, was alles sein könnte und wie es ganz anders sein könnte. Aber die sind auch so weit, zum Teil so weit von der Realität entfernt, ne, dass ich es zwar genieße, dass ich Gedanken habe, wie die Welt schön sein könnte und wie die Welt gut sein könnte und weniger Leid sein könnte, aber dass mir die Schritte dazwischen fehlen. Respektive, es gibt so einige Schritte, wo ich denke, die Finanzwelt, die muss wirklich mal über den Haufen geworfen werden oder es müsste wirklich mal bedingungsloses Grundeinkommen kommen und jetzt wäre eine gute Gelegenheit, solche Ideen. Und auch mit der Wirtschaft, mit dem Konsum, jetzt haben wir mal 4 Wochen lang sind wir mal nicht in den Geschäften rumgerannt. Ne? Hier in Luxemburg ist das so ein bisschen Haupttreffpunkt, ne? Weil eigentlich ansonsten ist hier kein wirklicher Grund wie in einer Großstadt. Wir sind klein. Luxemburg selbst hat nur fast 100 Einwohner. Da fällt man nicht einer über die Füße des anderen. Da ist es sehr leicht, in unserem ganzen Land ist es sehr leicht, 2 Meter Abstand zu halten. Wir hätten diese Verordnung, zu Hause zu bleiben, nicht wirklich gebraucht. Wir hätten die Anweisung, ja, passt auf und haltet Abstand und das ja. Aber ansonsten haben wir eine ganz andere Situation wie in Großstädten haben oder wie wenn ich asiatische Städte oder so sehe. Ne? Da ist es ja zum Teil gar nicht möglich, ohne Verordnung zu Hause, also ein bisschen darauf zu achten, dass der Coronavirus nicht gleich alle gleichzeitig da erfasst. Und wollte ich jetzt sagen, ja, mit dem Einkaufen. Luxemburg ist ja sehr kaufkräftig und da sind eigentlich immer die Geschäfte voll. Und dass die mal geschlossen waren, das glaube ich, ist für Luxemburg sehr, sehr gut gewesen. Ne? Sehr gut. Ich hoffe, dass das jetzt, wo das wieder langsam sich öffnet, dass da jetzt nicht wieder ein Sturm kommt, und alle rennen wieder hin und verbringen wieder einen großen Teil ihrer Freizeit in den Einkaufszentren. Das ist so meine Vision, dass davon ein Stück wegfällt. Und mit der kommenden Wirtschaftskrise, wo halt viele wirklich dann auch weniger Geld haben, wird es zum Teil auch wegfallen. Und dann hoffe ich schon auch, dass ich dann andere Bereiche erschließen, womit man Geld verdienen kann, mit Dienstleistungen oder so, oder dass überhaupt das Geldsystem eigentlich wirklich nochmal einen Sprung macht, ne? Dass dann nochmal was passiert mit diesen Krämerrechnungen, dass das irgendwo aufhört mit den, so genau, dafür brauche ich so viel Geld dafür und weil es so viel gibt, es gibt so viel Überfluss auf der Welt.
sowohl an Produkten wie an der Natur und immer alles so abzurechnen. Das ist ein Punkt, den ich mir wirklich wünsche, dass da was passiert damit. Und da visioniere ich so in einen Raum, wo ich, den ich auch dann eher energetisch, erst einmal energetisch sehe. Ja. Vielleicht so weit zu mir. Was mir jetzt noch eingefallen ist, weil du ja gesprochen hast vom Grundeinkommen, und ich habe jetzt gerade vor kurzem das Radio aufgeschalten gehabt, und da hat eine Frau recht gescheit und so, sowohl gegen den Neoliberalismus, aber auch gegen das Grundeinkommen gesprochen. Und was mir eigentlich auch visionär ein bisschen ein Anliegen ist, ist, dass die unterschiedlichen Standpunkte einander irgendwo, ich meine, wird nicht immer bewusst ko-kreativ sein, aber mit der Bereitschaft, den Standpunkt des anderen, den Standpunkt Grundeinkommen und den Standpunkt bis zu einem gewissen Grad vielleicht Liberalismus und dann noch ein paar Standpunkte, dass man zusammen eben kreative Möglichkeiten entwickeln kann, die nicht jetzt sagen, ah, wir brauchen Grundeinkommen und sonst nichts oder nur Neoliberalismus, sondern dass die alle ja einen Grund haben, dass die da sind, diese Einstellungen. Und dass da ein kreatives Zusammenspiel entsteht, das wäre mir ein großes Anliegen. Ja, dem kann ich voll zustimmen. Grundeinkommen allein reicht ja nicht, da braucht es ja Bildungsarbeit. Und das schließt einen Teil Neoliberalismus nicht aus. Ich bin auch überzeugt, dass die Verbindung es machen könnte. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, also was ich mir wünschen würde, wäre, dass diese ideologische Argumentation, Diskussion aufhört, sondern dass man wirklich, dass man nicht eine Meinung gegen die andere und die sich gegenseitig bekämpfen, ja, sondern dass man, wie du sagst, Birgitta, dass man zuhört und auch mal sagen kann, oh, das war jetzt, da habe ich noch nicht dran gedacht, vielleicht hast du ja recht, da kann ich weiter gucken, ja, und dass man wirklich sich annähert, statt immer mehr in die Polarisierung zu gehen und immer mehr in die Entfernung. Und dazu ist ja eigentlich theoretisch so eine Krise ganz gut, weil da sollten ja alle zusammenarbeiten, am gleichen Strang ziehen. Zum Teil passiert das ja auch, ja. Natürlich nicht überall, aber doch. Und ich hoffe, dass das bleibt, der Wille zur Zusammenarbeit. Was nicht überall ist, also hier in Italien, ne, da schimpfen ja auch gegen die Regierung und so. Und, na ja, gut. Ja, und die Art Zuhören, die du jetzt beschrieben hast, ist ja bei Otto Schama erst die zweite Phase. Ne? Da gibt es ja noch, danach kommt erst wirklich die Empathie und danach erst das kreative Zuhören. Und es stimmt, wir sind noch nicht mal bei dieser zweiten. Also mehrheitlich noch nicht bei dieser zweiten Art des Zuhörens und Redens und Kommunikation. Monja, du hast so skeptisch deinen Kopf gewiegt. Weil auch bei uns jetzt kaum, dass der erste Schock vorbei ist, also wieder ganz politisches Kleingeld, billiges versucht wird von der Opposition. Und das ist wirklich schade. Also, aber es denkt dann keiner. Es kommt dann jeder, ich weiß nicht, wer es jetzt gesagt hat, in den eingefahrenen Bahnen, dass die Ideologie bricht dann wieder durch. Also, dass wir Ideologien überwinden, ja, wäre eine Möglichkeit. Ich werde langsam müde und möchte mich verabschieden von euch. In mir, also was Martini vor der Marie-Rose gesagt hat, das ist irgendwo, das werde ich jetzt noch versuchen, in irgendein Gleichgewicht zu bringen, weil es war so unterschiedlich in der Energie. Das muss ich mir noch mehr anschauen. Aber ich danke euch. Und jetzt ist meine Stimme dann weg.
Ja, machen wir Checkout. Ja. Birgitta, man sieht dich gar nicht mehr, man kann dich nur noch ahnen. Man hört dich nicht. Die Dämmerung bricht ein, aber ich habe keine Lust, das Licht einzuschalten, weil das macht sicher das Ganze nicht besser. Für Checkout brauche ich nur kurze Minute, vielleicht wer anderer zuerst. Mache ich. Ich merke einfach, dass es mir jetzt gut getan hat, euch zu hören. Punkt. Also weil ich einfach merke, wie wichtig das ist, anderes Erleben von anderem Erleben mitzukriegen. Ich ertappe mich natürlich dabei, dass ich mir denke, mein Gott, das wünsche ich mir auch, angstfrei zu sein und eben nicht so zu leiden, weil das wirklich nicht schön ist. Aber gleichzeitig merke ich jetzt wirklich, Checkout, ich bedanke mich für euer Hören und aber auch eure Anteilnahme und die Unterstützung und die guten Wünsche und die Ruhe, die wir da jetzt so eine Stunde lang, also finde ich, kultiviert haben. Danke. Ich fühle mich ein bisschen konfus, weil es so unterschiedliches war und ich das so als inneres Hüpfen, hin und her hüpfen erlebt habe. Aber ich habe mich gefreut und ich freue mich immer, dass ihr da seid und dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, und weil es ist einfacher, es ist deutlich einfacher, diese Art Austausch. Im Alltagsleben gibt es halt manchmal andere Hickhacks, die ein bisschen schwieriger, die einfach ein bisschen schwierig sind. Und das hier ist für mich schon auch feiern, ohne gleich in Probleme zu kommen. Sowas, ja. Verbindung zu feiern, Kommunikation zu feiern. Ja, danke. Danke, du hast mir jetzt, Marie-Rose, du hast mir noch was in Erinnerung gerufen, weil du gesagt hast, konfus und hüpfen. Zum Teil habe ich es auch ein bisschen so erlebt. Und trotzdem, aber gerade diese Bemerkung hat mir jetzt die Vivian Dittmar, da habe ich jetzt gerade was gelesen, in Erinnerung gerufen. Die sagt, es gibt die logische, äußere Ordnung und es gibt die innere, lebendige Ordnung. Und die hat eben eine eigene lebendige Logik und die schaut oft ganz komplex und diffus und hüpfend aus und hat trotzdem irgendwo was Belebendes, wo man merkt, das stimmt. Und ich glaube, das ist für mich jetzt das Checkout. Die Freude, dass euch zu sehen und mit euch zu sprechen. Und auch, dass da ein Innenraum entsteht, der durchaus mal irgendwie konfus aussehen kann, aber auch diese innere Kraft hat trotzdem. Ja. Danke. Heidi, bist du jetzt dran oder ich? Ich. Habe ich für das innere Hupfen, war ich derjenige, der das innere Hupfen hervorgebracht hat? Nein? Okay. Es war eine wunderbare Energie, die ich gespürt habe und darum habe ich wie dann die Marie-Rose wieder, also da bin ich noch jetzt beim Hin und Her jonglieren, ja, das meinte ich, also mit den unterschiedlichen Energieformen heute. Aber das ist genau das, was es ausmacht wohl.
Ich sage dazu meine Erfahrung im Garten. Und zwar, wir haben Riesensteine, die sehr, sehr schwer sind, aber ich kann sie tragen. Mit sehr muss ich gut aufpassen. Und die Steine stelle ich aufeinander. Und das wird eine Skulptur. Und dann habe ich erfahren, dass ohne Anhaftung die Leere das Nichts trägt. Also es ist unglaublich, wie diese riesige große Steine, die sind Granitsteine, die schauen wunderbar aus und sie sind ohne Anhaftung. Und das möchte ich gerne selber, ohne dass ich an irgendjemandem hafte, ja, dass ich total frei bin. Und die Lehrer, hast du mir geholfen, dass ich das in meinen Mund traue zu nehmen, Monia, weil ich versuche, Freundschaft mit der Lehre zu schaffen. Ja, und das ist so frei und so ohne Angst. Für was brauchen wir Angst haben? Für was? Für die Gegenwart? Jetzt haben wir gar kein Problem. Wir können es uns machen. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, kann ich ein Problem schaffen. Aber ich will gar keine Probleme schaffen. Es sind so viele andere in der Welt vorhanden. Ist das auf ein simples Niveau, wo ich jetzt rede? Ich glaube, ja, okay, ich weiß es nicht. Ich denke, dass diese Corona-Situation für viele Menschen eine Möglichkeit ist, dass sie die Leere in sich erfahren als etwas Positives. Hoffentlich. Sie können wiederum davon wegrennen. Und dann kriegen wir dasselbe Aktivismus und Konsumerismus und dieses an die Materie hängen, ja, was zum Beispiel ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Ja, danke. Ich denke, ich habe auch zum Hüpfen beigetragen, weil ich immer versucht habe, es irgendwie wieder auf Typologien zurückzubringen. Ist irgendwie nicht ganz gelungen, aber ist ja auch egal. Ich finde, das Gespräch war wieder sehr schön, dass wir alle zusammen waren. Und für mich ist es auch ganz wichtig. Ich merke, dass ich viel mehr dieser Dinge jetzt auch organisiere und bei anderen teilnehme, weil es ist einfach, ich mache im Grunde diese Dinge viel mehr als vorher. Und es sieht so aus, als ist das okay so und richtig für mich. Ich freue mich, dass ihr da seid. Allein könnte ich ja noch nicht mit mir reden und insofern brauche ich euch. Danke und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Und ich danke alle für das Gespräch, dass es möglich war. Dankeschön. Danke. Tschüss dann.